Dass Mauro Icardi ein Playboy ist, weiß man ja bereits. Und das scheint er nun eindrucksvoll zu unterstreichen. Denn Icardi darf sich ab sofort als Besitzer des teuersten Autos der Welt bezeichnen. Der Spieler von Galatasaray Istanbul kaufte sich nun den neuesten Rolls-Royce. Der Wert 26 Millionen Euro. Vom Modell Bowtail existieren weltweit nur drei Modelle. Ein Modell soll sich im Besitz von Beyoncé und Rapper Jay-Z befinden, der zweite einem unbekannten Schmuckhändler. Nummer 3 gehört nun also Mauro Icardi. Nach 4 Jahren Bauzeit wurden alle 1813 Teile des 4-sitzigen Cabriolets zusammengebaut. Der 6,75 Liter große V12 Motor kommt auf 563 PS und einen Drehmoment von 900 Newtonmetern. Rolls-Royce entthronte mit seinem Bowtail-Modell, dem Bugatti La Voiture Noire, als teuerstes Auto der Welt. Na dann, gute Fahrt, Mauro!